Weiter geht's hier bei Ahead in Time bei Deathwish. Denn beim letzten Mal haben wir coole Outfits und coole Farben erreicht, haben so schnell es möglich war hier gespeedrunnt. Und nun machen wir hier weiter. Wie ich sehe, haben wir hier das hier einfach so kostenlos freigeschaltet. Die anderen hier, seht ihr, müssen wir eine bestimmte Anzahl an Dingen erreichen. Ich würde sagen, wir machen einfach alles so, wie es für mich nach der Reihe nach aussieht. Also mal erstmal hier, das da unten. Das ist nämlich ein Riss-Zusammenbruch. Koch-Mafia. Okay. Wow, du musst aber auch sehr viele von den Dingern sammeln. Wäre es nicht schön, wenn es einen Unchecker dafür geben würde? Aber es gibt doch keinen. Gibt es einen Unchecker dafür? Ja, jetzt sagt er mich wieder aus. 3 Leben, Zeitlimit. Oh, warte mal, das ist einfach das Level. Ah, ich habe so einen Regenbogen-Effekt, so Mario Stern. Okay, also das ist einfach das ganz normale Level, nur auf Zeit. Okay, okay, schnell, schnell, schnell. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche, aber ich glaube, ich brauche mehr als sonst. Nee, das Level ist anders. Das ist nicht das gleiche Level. Das ist simpler, als es normalerweise ist. Ich weiß nicht, wie es in der Zeit aussieht. Aber die Musik ist cool. Boah, die Musik erinnert mich total irgendwie an. Hä? Okay. Boah, die Musik ist mega cool. Die erinnert mich total an Wario Land 4. Hurry up! Sowas. Oh, die feiern alle, die greifen mich nicht mal an. Die feiern alle nur die Musik. Geil. Aber der greift mich an. Weil er behält auch sein Ding da oben. Nein, den da. Nein, den da. Verdammt, warum greifen die nicht an? Los. Geht doch. Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Oh mein Gott, die Musik ist so episch gerade. Ich kapier's nichts. Egal, einfach weiter. Oh, das war das Schwierigste. Das war das Schwierigste, daran erinnere ich mich. Ich muss jetzt mal gucken, wo die alle überhaupt sind. Da hinten ist eins. Da schnappe ich mir jetzt nächstes. To self-destruct. Oh Gott. Okay. Nein, ich bin runtergefallen. Okay, aber ich sterbe nicht instant. Das ist in Ordnung. Was muss ich hier machen? Den Jump einfach schaffen. Ja. Mist. Ich brauche das. Okay. Oben ist noch eins und dann kann ich durch. Ne, hinten ist eins. Verdammt. Ah, komm schon. Eine Minute. Wow. Aber warte mal, hier müsste das Ende sein. Ist es nicht wieder vorbei? Ne, eins kommt noch. Oh nein. Und dabei weiß ich nicht einmal, wie viele mir noch fehlen. Oh Gott. Ah, ich feiere diesen Mut so hart gerade, aber es ist halt übel stressig gleichzeitig. Oh Gott. Nee, das schaffe ich nicht mehr, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich da an die Sachen hochkomme. Was zum Teufel? Okay, warte mal. Ganz entspannt, ganz entspannt. Spring mal hier hoch. Ja, zweimal hintereinander hier hochspringen. Warte, von hier kann ich noch das kriegen, oder? Ja, wie krieg ich das Ding? Da einfach drauf bouncen? Hallo, hallo. Okay, okay, wir sind durch. Wir sind durch, wir sind durch. Muss ich noch schnell kaputt schlagen? Ja, ich muss noch schnell kaputt schlagen. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. 15 Seconds. Oh, mein Gott. Der Druck, das war richtig cool. Oh nein, was werden denn die Bonus-Challenges sein? Etwa in einer kurzen Zeit schaffen? Wieder eine Minute? Bitte nicht. Aber ohne Witz, das fand ich jetzt wirklich als eins der besten Level im Spiel. Das hat mir richtig Spaß gemacht, auch wenn es richtig so einen Druck gegeben hat. War trotzdem cool. Bam! Jlip. Was? 25% freigeschaltet? Okay. Warum leuchtest du eigentlich nicht mehr? Du solltest leuchten, Kumpel. Und wie seltsam. Was fehlt mir denn hier noch? Gegnertypen besiegen und Krähen besiegen. Was fehlt mir denn hier? Also erstmal meine Belohnung erlangen. Ui, eine Schleife. Als Sprinthut? Warte mal, wie sieht das denn aus? Ah, warte. Dafür müssten wir kurz das Virtual Outfit ausmachen. Oh. Das ist echt niedlich. Mit dem Ponytail. Das behalte ich mal ein bisschen an. Das ist süß. Genau. Fliehe mit mindestens 30 Sekunden verbleibend. What?
Sammle jeden Respawn ein? Ja, alle gesehen. Ich hatte nur noch 15 Sekunden am Ende. Okay, was mache ich als erstes? Ich glaube, ich versuche erstmal jeden Respawn einzusammeln. Das scheint mir einfacher. Das andere ist ja einfach Speedrun. Ich glaube, hier ist nichts. Das skippe ich erstmal. Okay, jeden Respawn. Das heißt, hier ist einer. Da drüben ist einer. Ich finde immer noch diese Regenbogeneffekte und vor allem die Musik richtig geil. Gott. Hier war noch eins, was ich verpasst hatte. Okay. Keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Aber ich habe eine Idee. Und zwar kletter ich hier hoch. Und dann... Nein! Oh, das wird mir jetzt alles kosten. Ich wette, das wird mir jetzt alles kosten. Ja. Ich restarte mal. Wie habe ich ein Leben? Habe ich drei? Oder wie ist das? Okay, hab's. Hab alles. Okay, okay, okay. Jetzt schon noch... Alter, es ist jetzt schon nur noch 1,5 Minuten. Kill ihn doch endlich. Hab ich's bekommen? Verdammt, ich weiß es gar nicht, ob ich es jetzt bekommen hab. Mach ich einfach weiter. Hier ist noch eins. Nein, komm runter. Ist da oben noch eins? Da oben wird's. Ja, da oben ist safe noch eins. Und da sind sogar zwei oben. Gib's mir her! Gib her! Okay. Okay, hab's. Okay, hab alle. Rein da. Das schaffe ich niemals mehr. Sammle alle Risto-Bons ein. Ich habe jetzt schon die Zeit fast über. Oder? Wartet mal. Ich bin übelst verwirrt gerade. Okay, okay, okay. Ist das noch machbar? Ist das noch möglich? Habe ich auch alles? Ich habe eins verpasst! Verdammt! Okay, jetzt habe ich alle. Ich glaube, bisher habe ich jetzt alle. Also wirklich, wirklich, wirklich. Ich denke schon. Ist das das Letzte? Ja, das war das Letzte. Boah, 30 Sekunden am Ende übrig haben. Das kann man aber nicht schaffen, wenn du alle sammelst. Das muss ich in einem anderen Run machen. Oh Gott, ich bin gerade übelst gestresst, aber ich habe auch richtig Spaß. Das muss ich dazu sagen. 40 Seconds! 40 Sekunden nur noch. Ist das das letzte Ding? Hab ich denn alle? Nein, da ist noch eins. 30 Sekunden. Jetzt habe ich die 30 Sekunden. Ja, ja, ist klar. Hä, habe ich das nicht eingesammelt? Doch, ich habe doch jetzt alle. Spiel. Keine Ahnung. Sammle alle jeden Rispon ein. War das nicht alle? Habe ich einfach verpasst? Ich meine, das waren alle. Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Doch. Doch, doch, es zählte. Okay, er zählt erst am Ende. Jetzt muss ich nur noch einen Speedrun machen. Ach Gott. Okay, auf zum Speedrun. Ich zeige euch einfach den besten Versuch hier. Die anderen Versuche sind jetzt nicht so wichtig, denke ich. Ich glaube, es ist ganz klug, am Anfang sehr viel einzusammeln. Und... Ich glaube, es wird ganz klug sein, am Anfang sehr viel einzusammeln. Damit man später die ganzen Dinger skippen kann. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, ich versuche jetzt hier so viel wie möglich einzusammeln. So, weil das ist ja hier nicht schwer. Nachdem ich es mindestens einmal gemacht habe, ist es nicht mehr schwer. Und jetzt habe ich schon einen Vorteil. Weil das ist auf jeden Fall machbar, in 30 Sekunden übrig haben. Das ist machbar. Der ist aber richtig nervig, der Gegner hier. Hab ich endlich, meine Güte. Oh,
Okay, hab ihn. Hallo? Meine Güte. Okay, reicht. Und da oben habe ich jetzt vergessen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. 90 Sekunden noch. Das ist das vorletzte Gebiet. Wie viele brauche ich hier nochmal? Gott, ich hab's vergessen. Verdammt, ich hab's wirklich vergessen. Das da hinten ist noch easy. Nee, egal. Ich dreh das. Bro. Ja, I know I need to hurry. Hallo? Boah. Ob ich das noch schaff? 2 Pons, wie viel brauche ich hier? Ich höre gar keinen Sound, egal. Ich sammle einfach rein. Ich sag 5. Ja, 5. Okay. Ja, 5 Stück. Okay. Okay. Ja. Warte mal, ich hab's fast. First try direkt. Das ist doch nicht so schwer. Hallo, hallo. Jetzt nicht rumbacken. 9, 9, 8, 7, 6. Oh. Das war wirklich bisher einer meiner Lieblingslevel. Das war richtig gebockt. Einfach die Spannung, der Druck, die Musik, die Aufmachung, alles richtig geil. Okay, schön. Schön, schön, schön. So, das Billigste hier ist das da unten, deshalb mache ich hier weiter. Vor allem, weil ich das hier noch nicht habe, scheinbar. Sicherheitsverstoß. Oh, Deadbird Studio. Haben wir jetzt schon Dings durch? Ach, warte mal. Ich sehe erst jetzt. Oh, ich sehe das erst jetzt. Unten rechts ist Mafia Town. Hier oben wird dann wahrscheinlich. Achso, hier oben rechts sind die Alpen. Hier oben links ist der Wald. Und hier unten links ist halt das Deadbird Studio. Ich würde sagen, wir machen dann doch eine andere Reihenfolge. Machen wir erstmal Mafia Town durch. Tatsächlich. Ja, darauf habe ich mehr Lust. Collector Fun! Ja, das Spiel ist ein Collector Fun. Das stimmt. Sammle 100 Pons ein. Bonus sammle insgesamt nicht mehr als 200 Pons ein. Hör nie auf, Pons zu sammeln, Kleine. Halte auch schon noch Kisten, Fässer, Bullies und weitere Dinge, die man aufknacken kann. Bonus, erbreche keine Kisten, Fässer. Ja, warte, haben wir doch gerade gesagt, dass ich das machen soll. Okay. Also soll ich hier jetzt so schnell wie möglich 100 Pons sammeln oder was ist jetzt mein Ziel? Sammeln nicht mehr als 200. Hm? Das verstehe ich nicht ganz. Was ist denn hier die Challenge? Wait. Sammeln insgesamt nicht mehr als 200. Bonus, erbreche keine Fässer und Kisten. Okay. Aber ich habe kein Zeitlimit, ne? Ich soll nur Geld einsammeln. Nicht mehr als 200. Ich habe doch meine Fackel noch an, oder? Zählt die Fackel noch? Ja. An abstößende Creme? Was ist denn damit gemeint? Hat einer von euch eine Ahnung? Ich verstehe es nämlich gerade überhaupt nicht. Warte, geht mein Geld... Ach, mein Geld geht weg! Ach, das verschwindet! Das ist mein Zeitlimit! Mein Geld, was ich einsammle. Also muss ich so schnell wie möglich Geld einsammeln. Ja. Okay, wie kriege ich am besten Geld? Rumlaufen, würde ich jetzt mal behaupten. Oh Gott, da, ich bin überhaupt nicht gemacht für diese Challenge. Ich meine, ja, schön Collector-Fun und so, gefällt mir, aber... Das ist ja einfach nur... Das ist ja kein Collector-Fun, das ist ja einfach nur sammel alles Money ein. Von. Ja. Okay, hier oben ist sehr viel Geld. Das ist gut. Sammle ich das hier ein. Ding, ding, ding. Muss mal aufpassen, nicht runterfall. Ich mag den Remix hier. Ich glaube, das ist ein Ring, den wir freigeschaltet haben. Kann das sein? I think so. Aber sammle insgesamt nicht mehr als 200 ein. Das bedeutet... Oh, jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist. Hm, okay, verdammt. Okay, ich glaube, hier muss ich mir eine Route anschauen online. Ich glaube, da gibt es online bestimmt eine Route, die man nehmen sollte. Damit man das hier schneller durch hat. Da hinten sehe ich ganz viel Money. Deshalb gehe ich hier mal lang.
dong, 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 dong. Okay, so viel war es jetzt auch nicht. Verdammt. Aber hier ist noch Money. Dom, dom, dom. Okay, wir müssen schnell Money einsammeln. Das ist hier auf jeden Fall der Druck. Boing. 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 Verdammt, jetzt habe ich keine Route mehr. Jetzt bin ich erledigt. Könnte man sagen. Okay, es läuft aber nicht so schlecht, muss ich zugeben. Hä, was? Ist noch Geld? Hallo, schnell. Wir haben jetzt fast die Hälfte. Zumindest, wenn wir es behalten können, so. Okay, ich lasse die Krähen mal in Ruhe. Die helfen mir jetzt im Moment nicht. Gott, ich hoffe, ich schaffe die Challenge noch. Ich werde jetzt auch keine Fässer zerbrechen. Außer ich habe die Challenge sowieso verkackt. Keine Ahnung, aber nee. Nee, eigentlich mache ich das nicht. Nee. Ich glaube, die kann man auch beide nicht kombinieren. Wisst ihr, was ich meine? Hallo? Ach, keine Ahnung, wie ich da rankomme. Ja, erst mal weitermachen. Verdammt, ich bin wieder nur bei der Zahl. Ich habe mich da gar nicht gesteigert jetzt. Ich weiß aber auch gar nicht, wo überall Geld rumliegt. Hier liegt ein bisschen was rum. Hier auf dem Weg. Schätze ich. So. Ich bin schon über 50, aber es wird gleich wieder weggehen. Okay. Wo ist noch was? Wo ist noch was? Geld, Geld, Geld. Hier liegt noch was rum. Hier auf den Röhren. Da unten ist Geld. Verdammt. Geld, Geld, Geld. Hier ist Geld. Gott, das ist keine Challenge für mich. Okay. Ich glaube, nach einer bestimmten Anzahl an Pons habe ich auch verloren. Weil da unten ist ja auch noch so ein roter Counter. Ich weiß nicht genau, was der bedeutet. Aber ja, ich glaube, den sollte ich lieber nicht leer kriegen. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Ich habe das Gefühl, ich bin hier komplett falsch. Hier gibt es kein Geld. Und jetzt verschwende ich sehr viel Zeit, indem ich einen neuen Ort suche, wo ich Geld finde. Ja, so sieht es jetzt aus. Glaube ich. Hier ist Geld, hier ist Geld, hier ist Geld. Das kann ich kurz machen. So ein bisschen was. Auch wenn es nicht viel ist. Ich muss alles schnappen, was ich finden kann. Alles, was ich finden kann. Hier auf den Böten ist ein klein wenig was. Ah, verdammt, jetzt habe ich die Dinger hier verpasst. Ah, egal. Ding, ding, ding. Hier ist noch Money. Boing, boing. Okay, okay, okay. Ja, hier ist noch Money. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das kann man nur rückwärts mitbekommen. Oder auch nicht. Keine Ahnung, wie das bekommt. Zu spät jetzt. Shit, verdammt. Warte, hier ist was. Gibst du mir Geld? Ist hier Geld? What the hell? Naja, ich bin auf jeden Fall jetzt an einem neuen Ort, wo ich Geld finden könnte. Hoffentlich. Oh Gott, ich bin wieder runter auf die 60. Oh nein. Hier liegt ein bisschen was rum, aber auch sehr wenig. Eieiei, ich habe nicht gewusst, dass hier in Mafia Town so wenig Geld rumliegt. Oder haben die hier was removed? Nee, oder? Das bräuchte ich noch. Verdammt. Ich kann mich ja leider nicht aufhalten auf so kleinen Dingern. Boah, die Challenge ist ja echt schwer. Sammle nicht mehr als 200 ein. Boah. Am Ende schaffe ich so ganz knapp nicht mehr die Challenge. Das wäre ärgerlich. Aber das könnte ich mir gut vorstellen bei mir. Junge, ich bin immer noch bei 70 und jetzt geht's wieder runter auf 90. Nicht 90, auf 79. 60. Verdammt! Zahlen! Ich bin im Stress. Lasst mich. Bin im Stress. Mit dem Stress kann ich jetzt nicht gut zählen. Hier ist kein Geld mehr. Hier ist gar nichts. Geld? Hier? Oh Gott. Oh Gott. Das schaffe ich nicht. Was zum Teufel ist das hier für eine Challenge? Oh nein. Ich habe gedacht, wir machen heute Jump'n'Run-Übungen. Und nicht sammel Geld ein, bevor es verpufft. Ist ja hier Real-Life-Simulator. Sammel das Geld ein, bevor es würflos ist. Hallo, hallo. Keine Zeit dafür. Hallo. Boah. Bitte sag mir, hier oben ist noch Geld. Ja, hier am Kreis ist noch Geld, was ich verpasst habe. Aber nicht viel. Ja, yeah, I guess. Geld, 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 Geld. Geld! Nee.
Hab die Challenge falsch angefangen. Hallo? Spiel? Ich muss die Dinger kaputt machen. Sonst kriegt man nicht genug Geld. Eventuell habe ich jetzt komplett beide Challenges kaputt gemacht, aber. Ja, habe ich. Okay. Dann tue ich erstmal jetzt 200 sammeln. Oder 100 oder was auch immer. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal alle Kisten kaputt. Oder nee, ich mache es erstmal andersrum tatsächlich. Oder was mache ich? Warte, was will ich machen? Pause. Okay, ich habe mir jetzt eine Strategie angeschaut, wie man es am besten machen soll. Mal schauen, ob ich die richtig hinbekomme. So. Und zwar, was jemand gemacht hat, ist die Vaults aufgemacht. Also zumindest den roten hier. Das ist eine der Taktiken. Verdammt, hat lang gedauert, das zu bekommen. Hallo! Oh, ich fange nochmal von vorne an. Ich bin jetzt irgendwo woanders. Also ja, wie gesagt. Ich versuche jetzt, mich ein bisschen zu konzentrieren und zu überlegen, wie die Person in deren Run gelang gelaufen ist. Weil das ist auf jeden Fall ein sehr guter Run gewesen. Wo man beide Challenges gleichzeitig schaffen kann. Ja, ist ein bisschen tricky zu bekommen. So. Dann zurückspringen. Den Preis schnappen. Das sind nämlich sehr, sehr viele Pons. Okay, reicht. Jetzt weiterlaufen. Hier nach oben. Also nach ganz oben. Und dann gibt es hier einen langen Weg mit vielen, vielen Pons. Okay. So. Jetzt wollen wir hier lang den Weg nochmal einschnappen. Ihr seht, hier sind auch nochmal sehr viele Pons. Jetzt haben wir schon sehr viel. Dann wollen wir hier runterspringen. Jetzt bin ich leider zu weit runtergesprungen. Aber wir wollen auf jeden Fall hier oben auch nochmal ein paar einsammeln. Weil hier oben sind nochmal super viele am rumliegen. Ja. Dann gehen wir auf das Schiff. Ihr seht, hier unten sind auch nochmal ein paar. Bong, bong, bong. Ich mach's wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ich muss halt lange überlegen, wo ich überhaupt hin muss. Und deshalb werde ich auch ein bisschen improvisieren müssen. Genau, und jetzt wollen wir diesem alten Mann hier helfen, indem wir die Typen killen. Weil der alte Mann gibt einen sehr, sehr viel Geld. So. Wie ihr jetzt sehen könnt, genau. So, jetzt haben wir 50 ungefähr. Vielleicht habt ihr auch mehr, wenn ihr schneller seid als ich, habt ihr mehr. Habt ihr schon 60? Gratulation. Hier können wir noch ein paar einsammeln. Genau, jetzt gehen wir über den Bootweg. Also ich hatte schon mal eine, also ich hatte gerade eine nicht so schlechte Route auf jeden Fall. Hier ist nochmal Geld. Verdammt, das war jetzt schlecht. Aber es läuft ja gar nicht mal so schlecht, würde ich mal behaupten, ne? Es geht ja eigentlich. So. Wo wir jetzt lang wollen, ist da oben. Das habe ich nämlich übersehen. Denn hier oben ist das Ding. Wenn wir hier alle sammeln, dann kriegen wir nochmal richtig viel Pons dazu. Und ihr seht schon, ich bin jetzt viel, viel besser unterwegs, als ich vorhin war. So. Eigentlich war man jetzt durch, aber weil ich so viel Zeit dafür gebraucht habe, bin ich noch lange nicht durch und muss jetzt leider noch ein bisschen improvisieren. Ein bisschen was finden, ein bisschen was einsammeln. Hier zum Beispiel gibt es noch eine Walljump-Action, wo ich gerade einfach durch die freaking Wand geglitscht bin. Auch cool, auch gut. Und dann sollten hier die restlichen sein. Got him! Also ihr seht, schaut euch eine Route an oder macht sowas ähnliches wie ich. Dann ist es super easy. Alle drei Missionen auf einmal! Dun, dun, dun. Okay. So, bong. Wir haben jetzt das hier und das hier freigeschaltet. Das ist 50% noch, das ist 25% noch. Wir haben alles drei. Hier nicht, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Das schaue ich mir dann immer nochmal an. Machen wir das hier unten. Invasionen in Rekordzeiten. Nochmal Sieg haben wir aus dem Mal in weniger als 1 Minute 50? Es wäre ja schön, wenn du den Spinner mit der albernen Brille ignorieren könntest, aber er hat etwas, was du brauchst. Achso, also mache ich jetzt die komplette Mission. Also von ganz unten aus nach ganz oben rennen und deshalb die 20 Sekunden extra. Oder wie ist das? Invasionen in Rekordzeiten. Was?
Ist auf jeden Fall das gleiche Bild, also nochmal die exakt gleiche Mission, die wir schon mal hatten. Ja, diesmal müssen wir ihn verfolgen. Ich starte hier! Aha! Go! Oha, mit dem Ansager sogar. Dann ist es ja wirklich einfach ein Speedrun. Tu ich doch! Ich war ja so schnell ich kann, ich weiß noch nicht, wo ich lang muss oder was die beste Route ist. Ich denke mal, hier hoch wird nicht schlecht sein. Ah, verdammt. Verdammt. Oh Gott, ich bin jetzt schon ein Versager. Ein Lulatsch. Ein Loser. What the hell? Wo musst ihr lang? Also, ich sage doch gleich. Aber ich will kurz gucken, wo ich überhaupt lang soll. Sollte ich hier oben lang? Nein, warte mal. Da gibt's doch safe einen einfacheren Weg. Ich gehe nochmal zurück. Ich möchte jetzt nur den Weg, da überhaupt hinzukommen, rausfinden. Verdammt. Komm, lass mich in Ruhe. Halt rum. Warte mal, einfach nur in die Richtung rennen? Oder? Also das ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil von hier aus kann ich doch an die Dinger kommen. Und die Dinger bringen mich auf jeden Fall schneller nach oben. Oder muss ich nur zu dem Typen da hochkommen? Und deshalb die Zeit. Nee. Das kann eigentlich gar nicht sein. Wie komme ich denn da hoch? Oder? Ich glaube. Oh, warte, ist es die ganz normale Mission? Was? Okay. Ich guck mir mal am besten. Dann geil, dann wo ich lang muss, weil das herauszufinden wird nervig. Wir wissen, ob ich den richtigen Weg jetzt hatte oder nicht. Okay, ich habe einen Weg. Man schafft diesen Jump hier. Nach darüber. Und jetzt ist man schon hier. Das ist schon ein viel, viel besserer Weg. So, dann hier lang. Aufpassen. Hier rüber. Und dann sind wir auch schon fast da. Weil von hier aus sollte man da, ja, da oben sieht man schon die Leiter. Da oben ist die Leiter. Da klettern wir hoch. Dann fallen wir runter auf das Ding hier. Reden mit ihm. Dann erschreckt er sich. Leider geht die Zeit jetzt noch weiter. Also immer schnell A spammen, damit der Text weitergeht. Und was wir jetzt machen müssen, ist ihn immer wieder erschrecken. Also immer in seiner Nähe bleiben am besten. So. Erschrecken. So, da denkt jetzt bleibt er hier. Ich kann mich gar nicht mehr so sehr an die Mission erinnern, aber das ist auf jeden Fall lustig eigentlich. Eigentlich ist es so eine lustige Mission. Aua. Ja, leider schubst du einen immer ständig weg. Also immer ein bisschen hinter ihm bleiben oder nah an ihn dran. Und dann sind wir durch. Das war's schon. Hier hört schon auf. Also eigentlich super einfach. Was sind die anderen Zeiten? Habe ich es geschafft? Tatsache, 21. Ich habe gerade fast 21 erreicht. Cool. Danke, Geiz, dass ich dich nochmal angeschaut habe. Das war sehr nützlich. Sehr zeiteffizient, könnte man auch sagen. Ja. Cool. Und ich glaube, wir hätten sogar noch Zeit für ein weiteres Level. Ich glaube, wir können sogar Mafia Town heute durchmachen. Also hier in Deathwish Mafia Town. Weil jetzt kommt nur noch das da oben, oder? Nein? Doch? Nein? Doch? Oh, nee. Können wir noch nicht. Hier sind noch drei Level für Mafia Town. Und halt, was auch immer das hier ist. Mafias Sprünge. Sie kam aus dem All mit nur 15 Sprüngen.